Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir wollen jetzt noch in die Ruinen gehen und weiter nach alten Teilen suchen und vielleicht den neuen Zugang, also für Ebene 4. Und ja, vielleicht kommen wir auch relativ tief heute. Wobei es ist schon 17 Uhr, so lang werden wir wahrscheinlich noch unterwegs sein. So, wir machen mal natürlich weiter auf Ebene 3. Das hier, wo es weiterging? Nee, ne? Aber woanders? Irgendwo habe ich doch angefangen, auch noch zu graben. Hier? Hier. Einfache Schaltkreise. Das sind erst nicht anvisiert bekommen habe. Gut. Hier ist noch ein Relikt. Ausgang. Und hier scheinen viele Relikte zu sein, hier unten. Viele. Wirklich viele. Alte Teile, perfekt. Ja, dann auf zu Ebene 4. Im Ernst. Ich glaube, hier gibt es auch noch nichts Neues. Das ist jetzt Ebene 4. Vielleicht andere Relikte, ja. Energiesteine nehme ich natürlich gerne mit. Da geht es zum Ausgang. Gibt es hier irgendwelche Relikte? Versteckt? Anscheinend nicht. Oh nein! Oh, ich kann auch was abbekommen. Oha, guck mal, hier so richtig mit Schränken und noch eingerichtet.
gibt es auch wieder Relikte. Ah, diesmal bin ich weggekommen. Den S-Modell Teil 2 Werkzeugkiste. Aber wir haben nur noch 9 Energie. Werden wir wahrscheinlich nicht. Ja. Okay. Verlassen wir aber mal. Jetzt ist es bestimmt auch schon abends. Das heißt, wir können uns hinlegen. Ich muss mir mal ganz kurz was überziehen. So. Bin ich gerade ein bisschen frisch. Sandlauch. Oh, den habe ich noch gar nicht gesammelt. Müssen wir aber machen. Aber dann, wenn wir wieder Energie haben. Jetzt ist es eh schon spät, dann kann ich auch noch schnell alles sortieren. Kommst du da rein? Und ab ins Bett. Haben wir morgen wunderbar schöne Augenringe. Da seht ihr es, richtig schön Augenringe. Wir sehen ein bisschen spooky aus. Aber das ist halt eine kleine Strafe dafür, dass wir so spät ins Bett sind. Stop the train. In the back. I'll go. Everybody hands up. Nobody move. Hey now, hands up. No funny business. Well? I got it. Let's go. Freeze, Logan. We got you now. Good day. Concern it. Not a Ja, die Szene ist ganz bekannt. Ich glaube, die wurde in einem der Trailer gezeigt. Also auf jeden Fall kannte ich diese Szene schon. Aber cool, jetzt haben wir die gesehen. Logan in Action. Von Elsie. Hallo Partner, mir ist aufgefallen, dass du in Sandrock ohne dein eigenes Pferd unterwegs bist. Da wäre ich an deiner Stelle aber ganz schön erschöpft. Komm zu mir und ich bringe dir ein oder zwei Dinge übers Reiten bei. Das macht man natürlich. Jetzt gucken wir hier aber erstmal, was los ist. So you're telling me you didn't see anything? I saw a fire in that man's eyes. A burning desire for vengeance that sent chills through my very essence. All right, pal. Did you see anything that will hold up in a court of law? Not to that effect. No, I didn't. So let me get this straight. None of y'all saw him take anything. Nobody got robbed? Und dann hängt die Szene. Excuse me, nee. Captain, Sir. Ernest, Atara Times. Would you be able to comment on all the wild allegations surrounding this incident? Who is this Logan, and what are his motivations? Do you believe he may be in possession of weapons of mass destruction? Dang. You don't get out much, do you, partner? First off, I'm the sheriff around these parts. Captain's the cat. Second, I'm the one asking the questions here, not the other way around. Dang reporters. Almost made me lose my train of thought. Train? Ah, yeah, the train robbing. Or lack thereof. Well, we still got him for attempted hijacking, resisted arrest, unlawful use of firearms. I'll add it to the pile. Y'all are free to go. And remember, if
any of y'all think of any info you think we can use to catch Logan, run on back to Civil Corps double time. Okay, hier haben wir ein paar neue Charaktere. Aber das sind, glaube ich, alles Touristen. Nur Ernest nicht. Der scheint ein richtiger Charakter hier zu sein. Ah, Jen ist hier. Okay. Wandering around aimlessly, eh? That is so you. Great news. I've got something you can do right here. Yes, I was hoping to run into one of you builders. You see, that pesky Logan has struck again. More specifically, he struck this here train window. And, yeah, you know the drill. Guess who needs to fix it? Jensen called me over all in a huff. Where, my poor widow Twain? Normally, I wouldn't entertain, let alone reward such babery. But Matilda was standing right there. So, yeah, better get it done quick. But all of that is neither here nor there, since you're here, clearly with nothing better to do. So you'll have no trouble accepting this commission, am I right? The train is stopped now at the station. Just get some glass and fix the window. Should be easy as pie. Well, off you go then. Scoot. Come see me when it's done for your pay. Okay, Mission gestartet. Ich will aber erst noch mal schnell die Kupferdrahtgeschichte machen und dann müssen wir noch zu Elsie. Einsammeln. Das ja auch einsammeln. Dann 5 Kupferdraht bitte. Hier braucht man aber auch Kupferdraht, ne? 12 Stück. Okay, wir brauchen erstmal. Ach stimmt, wir brauchen erstmal Glas. Und dann mach das mal 10 Glas. Haben wir sonst noch was auf der Map? Nee, nur noch Elsie. Sehr schön. Hallo, Koopa. Hallo. Es ist mir völlig egal, ob es sich dabei um wichtige Details handelt oder nicht. Wer einen Zug entführt, kommt in den Knast. Wasser stehlen? Du kommst in den Knast. Meine Jackenmehl anfassen? Knast. Worüber haben wir denn nochmal gesprochen? So anscheinend long, über den Partner. Knast. Elsie. Good day, Partner. Ready to get your ride on? Ja. Yeehaw. Let's go talk to my pa at the ranch. He can lend you a horse for the day. I'll be right behind you. Hey, Pa! I brought the new builder. I want to teach him to ride. Bring out the finest stallion we got. On the house. Well, now, my little buttermuffin sweetie pie, I'd love to help out you and your friend here, but you know we don't lend out no horses for free. Ach, sei doch mal nicht so. Don't you paw me, little missy. Now, you for a fact know that... Well, I guess it couldn't hurt just this one time. Okay, wir können uns aussuchen, entweder Pferd oder Kamel. Ganz ehrlich, ich will ein Kamel reiten. Okay. Also gut. Suki, hier bitte und sei vorsichtig. Diese Pferde können Angst riechen. Wir kommen schon klar. Danke, Pa. Hab dich lieb. Suki, auf geht's. Aufgesattelt. So, dann muss ich wahrscheinlich das Kamelchen hier nehmen, ne? Zurück verlassen. Okay, reiten ist F. So, WASD ist bewegen. Mit dem Kamel ist ja cool. Oh, mit dem Kamel ist es gerade mega. Oh, wie cool. So, Elsie sind wir gefolgt.
müssen wir wahrscheinlich weiter folgen. Anscheinend laufen Pferde schneller, oder? Können wir hier nochmal. Springen können wir auch. Huch. Oh, du bist in der Schutterland, eine echte Jackhand. Ich sehe, ich habe mich nicht in dir getäuscht. You can rent a horse from my pa anytime you like. But what you really ought to do is head over to Construction Junction and get yourself a stable added to your homestead, so you can keep a horse of your own. That'll make you a real Yackhand. Okay. Just a horse owner, if you don't prefer that nomenclature. I had a lot of fun with you today. I'll see you around. Keep on riding. Ach, wie cool. Das Kamel ist mega. Ich glaube, ich werde nur Kamel reiten. Pferde hatten wir ja schon im Porsche, ne? Dann können wir jetzt auch Kamel reiten. Der steht immer noch da. F ist verlassen. Können wir jetzt mit dem quatschen? Bunch of cowards. Think they're so tough? Oh, ist nur Tourist. I didn't have my trusty shooting iron. Otherwise, I would have flipped the script on that so-called bandit king. Manche haben auch einfach. Huch. Eine große Klappe. Und wenn es dann ernst wird, wird nichts geleistet. Okay, was haben wir denn jetzt alles für Missionen? So, die möchte ich jetzt mal verfolgen, weil die läuft in 2 Tagen ab. Oh, das läuft in 1 Tag ab. Okay. Ah, haben wir ein bisschen Zeitdruck. Aber es läuft ja beides schon. Also das ist in 1 Stunde fertig. Und das ist in 9 Stunden fertig. Haben wir hier sonst noch was auf der Map? Aber war ja jetzt schon sehr viel Action, ne? Wo ist denn das Gebiet, was wir aktuell eigentlich so erkunden können? Nicht ganz so groß, ne? Guck mal, da würde ich auch gerne mal hin. Zur Feuchtigkeitsfarm. Lass uns doch mal zur Feuchtigkeitsfarm reiten. Muss ich doch hier lang, oder? Mal sagen, ja. Ich würde auch sagen, wir laufen mal hier hinten lang. Hier sind ganz viele Steine. Das sind hier übrigens die Schnellreisestationen. Damit können wir auch mal fahren. Ist hier überhaupt jemand? Lebt hier jemand? Zekes Haus. Ob da jemand drin ist? Nicht so aus. Oh, das Relikt kennen wir aus Porsche. Das ist gerade ganz schön stürmisch. Beste Ausrede, um im Haus zu bleiben und zu zocken, oder?
kannst das ja mal auch ausnutzen. Ich muss ehrlich sagen, also klar, wenn schönes Wetter ist, mal ein bisschen rausgehen schadet nicht. Aber wenn das jetzt so, das ist jetzt ein langes Wochenende für mich. Und wenn ich dann auch mal sage, okay, ich möchte einfach mal rumgammeln am Wochenende, wenn es ein langes Wochenende ist, dann mache ich das auch. Ich muss mich nicht noch am Wochenende damit stressen, irgendwas zu erledigen, worauf ich gar keine Lust habe. So, dann reiten wir mal nach Hause. Wir müssen mal schauen. Kupferdraht sollte durch sein. Glas weiß ich noch nicht. Nee, Glas wahrscheinlich noch. Brock war auch nur ein Tourist. Aber vielleicht sind auch noch nicht alle Leute, kommen die ja erst nach und nach, die man noch kennenlernen kann. Schätze mal, Logan gehört auch dazu und noch haben wir den nicht richtig getroffen. Ah, das folgt mir jetzt. Huch, armes Kamel. Hätte bleiben sagen sollen. Na, mal sehen, ob wir uns hier wieder wegglitschen können. Dann bringen wir jetzt mal die Kupferdraht weg. Und wir können ja nochmal beim Forschungszentrum vorbeischauen und einen neuen Plan erforschen lassen. Huch! Bisschen stürmisch hier gehalten. So, bitte sehr. Danke, Handwerker. Weißt du, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal so wenig unzufrieden mit einem Handwerker war. Weiter so. 2 Punkte haben wir zum Verteilen. Ja, das geht relativ schnell, also fühlt sich relativ schnell an, Punkte zu bekommen. Wobei in Porsche waren die ersten Level auch super easy zu erreichen. Ja, später wurde es dann ein bisschen zäh. Ich wollte zum Forschungszentrum. Ich hoffe, ich störe ihn nicht wieder beim Essen. Sind Mac und Rock Zwillinge? So. Sag mal, bleib. Es steht das gleiche direkt vor der Tür. Na? Hallo? Logans Mätzchen halten lästige Touristen aus der Stadt fern. Ich habe kein Problem mit allen. Okay, was wollen wir denn noch als nächstes bauen? Bei Edler könnten wir man vielleicht nochmal überlegen. Oder ein Trocknungsgestell. Komm, bauen wir erstmal das. 3 Tage braucht das, okay. Schleunigen kann man bestimmt wieder mit mehr Datendisk. Dann gehen wir jetzt mal nach Hause. Okay, dann interagieren. Du bleibst am besten mal hier stehen. Wie lange haben wir denn noch für den Auftrag hier Zeit? 1 Tag und 12 Stunden. Ja. Können wir auf jeden Fall zwischendurch einmal schlafen gehen. So, was brauchten wir hierfür denn noch? Hartholz, alte Teile. Ach genau, Marmor, das wollten wir noch lernen. Ich gehe mal kurz zur Handelsgilde. Und hol mir die Pläne. Habe ich denn genug Geld? Oh, wir haben wieder richtig viel Geld. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wir brauchen Marmorziegel, Marmorplatte. Ich nehme beide sicherheitshalber.
Was ist, wenn ich dem Tierchen sage, soll zurückgehen? Geht's denn in seinen Stall zurück? Das läuft mir auf dem Kopf, okay. Ah, es wartet hier. Ja, dann lassen wir es doch hier stehen. Ach, wir haben es ja gemietet für einen. Für eine Woche. So, wir haben hier einen Punkt. Wo wollte ich denn hin? Machen wir das? Machen wir das. Können wir hier mal gucken. Was gibt's denn? 10% Chance bei einem Treffer, 2 Punkte Ausdauer zurückzugewinnen. Nicht schlecht. Oh, und Soziales haben wir endlich einen Punkt. Interaktion mit Dorfbewohnern. Umgang mit NPCs. Ach, ich wollte hier hin, ne? Zusätzliche Belohnung. Ja, das machen wir mal. Okay, geschafft. Dann geht's ab ins Bettchen. Und ich würde dann auch die Folge mal ein bisschen früher Schluss machen. Ich werde nämlich jetzt die Aufnahmesession beenden. Und wenn wir jetzt schon ins Bett gehen. Oder wir machen noch den... Wir reparieren noch den Zug. Das machen wir noch. Ich kann ja speichern, wann ich will. Dann machen wir noch ganz in Ruhe den Zug fertig. Und dann würde ich aufhören. So, Ofen. Und hier dürfen wir mal reparieren. So, spreche mit Jen, machen wir. Oder ist noch ein Ereignis? Gucken wir uns gleich mal an. Oh, fix that window, eh? Oh, splendid! Another fine contribution to Sandrock on behalf of the Commerce Guild. I'm sure they'll have a few kind words to throw my way at the next fireside, eh? Ey, ich hab das repariert. Nicht du. So, was haben wir denn hier? Zwei... Ereignisse. Komm. Machen wir schnell noch. Excuse me, ma'am. Might I have a word? I'm new to Sandrock and I would be remiss to pass up an opportunity to speak with a dignified looking damsel such as yourself. My stars! Did you listen to that? I reckon that must be the phrasings of a bona fide Taran gentleman. Ain't nobody talks fancy like that around here. Well, what can I do you for, newcomer? Looking for good eats? Or just a place to kick up your heels? I've been ranching these parts for more than 20 years. Reckon I ought to know a thing or two by now. Just ask our builder here. Hmm. I believe you. I'm Ernest, by the way. I'm here on the behalf of the Atara Times. I was hoping to do a piece on that bandit fellow who's been giving you all so much trouble. Would you care to weigh in on the situation? Oh, I reckon you mean Logan. Mr. Ernie, sir, I don't suppose you were on that train, were you? You still want to catch up with that rascal? Well, here's my weighing in. You'd do best by packing your bags. That Logan's a wanted man. And he likely won't take kindly to a fancy talking, pants wearing, city slicking Point Dexter snooping around. No offense. If you want to write about something, write about the scenery. Try some of our Yakmol sausage. It's so good, people all the way from Portia make their way over to stock up on it. Logan, forget about it. Wait till the Corps catches him, then ask him yourself. And it was going so well. I've really hit a wall these past few days. Can't seem to get anyone to open up. Are they really so afraid of one guy? Is it my cologne? You, Builder, despite all that, I don't suppose you would be willing to answer some of my questions about Logan. Ja, ich kann ja gerne mal fragen, ne? Really? You will?
Fantastic! One moment, let me just get out my notebook. Was hattest du doch gerade schon in der Hand? For this interview, please try to be as objective as possible. Try not to let your feelings or any biases get in the way. It's important that I only get the facts as I try to understand this bandit persona. First question. Do you know Logan personally? Nein. That's all right. Still, you've lived here for a while, haven't you? I believe your insight may yet be of use. Tell me what he looks like. I mean, have you seen the posters around here? They really couldn't have found a picture of him without a bandana over his face. Just a simple description will do. Er ist attraktiv. Er sieht nicht so gut aus wie ich, kein Kommentar. Wir sagen ihm, was wir wissen. Aber das finde ich gut. Er ist attraktiv. Er sieht nicht so gut aus wie ich. Oh, schön. So you've never seen his face either. I got a quick look at him. That disarming glare. Ice cold. I'll never forget it. And even through the bandana, you can see there are stories written on his face, just waiting to be told. Logan's accomplice, the man who helped him on the train. What do you know about him? What's his name? Ich weiß gar nicht mal, wie er hieß. Ist es Haru? Haru and Logan. I see. Yes, I noticed that they seem to be close. Each one seemed to know what the other was about to do from just a quick glance. So that's all you know? Well, I appreciate your honesty. As a non-native Sandrocker, I suppose I should have expected as much. But I can tell you did your best. Thank you. In any case, I suppose this counts as my first complete interview. They sent me here to just do a little throwaway piece for Ernie's World. But this whole bandit thing is gold! My editor Eduardo is gonna flip! Bandits? On your train? It's more likely than you think. No, that's no good. Ne'er-do-well nabs nada? Oh, how cheesy is that? Schöne Alliteration. Hey there, kiddo. I seem to keep seeing you around. You're not following me, are you? I'm fine. Are you lost? Where's your mother? I'm not lost. I live here. My ma's in the desert now. Ah, I see. In the desert. Oh, goodness. Sweetie, where do you live? Do you need someone to help you get home? No, you're Ernest, the writer. Did you write the Maltese Pigeon? Oh, you're a fan, huh? Gosh, why didn't you say so? Oh, that book you've got, that's my latest release. Why don't I sign it for you? Oh, that would be great! Thank you, Mr. Ernest! Hey, anything for a fan. Who should I make this out to? Jasmine. That's J-A-S. And Jasmine, sweetie, why don't you tell me, what was your favorite part about this book? Actually, I thought the story this time was a bit contrived. Eh? Contrived? Wow, such a big girl word. Where did you... I'm not finished. The characters are paper thin. And if you've even been paying half attention, you can see every twist coming from a league away. I think you've been really writing it in lately. Your old stuff was way better. Oh, oh, voll bitter für Ernest. Well, little kid, with all due respect, you're a little kid and you don't know anything. Oh, 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 das sagt man keinem Kind. Also, vor Kindern sollte man genauso Respekt haben, weil Kinder sagen meist die Wahrheit. I'm your primary demographic! Actually, as you can clearly see displayed on the back cover, the book is intended for all ages. Well, that's all the time I have for today. Here you go, and cheerio! Wow, look, Mr. Teddy! We got an autograph from Ernest, the famous writer! Let's put it under our pillow tonight! You really can't please everyone. She's kind of right, though. My novels have only ever really caught on with the under-12 demographic,
It's gotten so hard to continue to outdo myself. Komm mit, wollen das Buch mal lesen? Pigeon? Eh, sure. Well, the version you might find at a local store, my publishing company shortened it and turned it into a children's book. Perhaps one day, I could show you my original version for the novel. It was nice running into you again, Builder. But I really should get back to work. Despite the one-off critic here and there, plenty of fans are in fact looking forward to what I come up with in Sandrock. So long! Okay, ein sehr, sehr langes Gespräch. Hätte ich gerade überhaupt nicht erwartet, aber cool. Jetzt haben wir einen Schriftsteller in der Stadt. Ja, eine interessante Persönlichkeit auf jeden Fall, aber er sollte nicht so arrogant zu Kindern sein. Ach, Mabel. Interagieren. Hello. Achso, die steht hier nur so rum. Ja, ja, ich habe gehört, was mit Logan passiert ist. Der Junge braucht das Licht und dieser Haru, der musste noch einiges über vergiftete Freundschaften lernen. See ya. Freundschaften. Oh. Verdammt nochmal, Herrgott, verflixt und zugenäht. Mabel, hast du das Tor offen gelassen? Nein, Schatz. Wo zum Teufel sind all die Jagdmehl? Brauchst du Hilfe? Ich bin Handwerker. Na, ich habe gehört, dass es in letzter Zeit ein paar neue Handwerker in der Stadt geben soll. Hätte nicht gedacht, dass es so viele sind. Aber jetzt ist es wohl auch keine Überraschung mehr. Seitdem unsere Wasservorräte versiegen, sind gute Leute rar gesät. Ich kann es dir nicht verdenken, hier draußen gibt es nicht mehr viel zu verdienen. Als ich so alt war wie du, war Sandrock, das ich kannte, praktisch das Paradies. Das stimmt, wir hatten Eier in jedem Nest, zwei Socken für jedes Paar Füße und Wasser. Kostbares und köstliches Wasser. Es war genug da, nicht wie heutzutage. Opas raue Stimme, die früher wie Sandpapier klang, klingt jetzt wie ein sanftes Wiegelied, das in die Ohren geflüstert wird. Ja, wir hören mal weiter zu, wir sind höflich. Und die Kakteen. Nun, ich denke, ich habe nicht das, was man einen konkreten Beweis nennen würde. Eher einen Indizienbeweis. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Farbe der Kakteen ein wenig vergraut ist. Nicht, dass das unbedingt ein Problem wäre. Und ich gebe zu, dass es auch ein Hirngespitz sein könnte. Aber die Sinnlosigkeit von Coopers Geschwafel zerrt an deiner Seele. Deine Augenlider werden schwer. Wir schlafen jetzt mal ein. Du öffnest deine Augen und bist dir nicht sicher, wie viel Zeit vergangen ist. Cooper scheint nicht bemerkt zu haben, dass du geschlafen hast. Und das ist der Grund, warum eine Steckrübe Steckrübe heißt. Aber egal, all das hat sehr wenig mit dem Zaunbau zu tun. Das ist unsere aktuelle Priorität. Ich denke, es ist höchste Zeit, dass du deine Handwerkerwerkzeuge holst und dich an die Arbeit machst. Und stell sicher, dass es ein Bronzezaun ist. Ich weiß, was du denkst, der ganze Rest des Zauns ist aus Holz. Weißt du was? Wir dürfen keine Bäume mehr fällen. Also mach es besser zu Bronze. Du Steckrübe, du. Okay, ich leg mal los. Danke, Partner. Endlich ein junger Mann, eine junge Frau, der sein Geld auch wert ist. Die sein Geld. Die ihr Geld auch wert ist. So. Ach, Mensch. Der Cooper. Schweift immer ab von, also, ja, es, ich erinnere mich an manche guten Zeiten auch sehr gerne zurück. Aber solche Zeiten sind halt irgendwann vorbei und man darf nicht immer in der Vergangenheit liegen. Braucht ein dickes Seil. Herstellen. Bronze-Dings, kriege ich die hier? Muss ich mal gucken, wo ich die herbekomme. Wir können ja hier mal auch weitermachen, oder? Kupferdraht, alte Teile. Huch, jetzt habe ich es alles zurückgeholt. Haben wir irgendwo schon Bronzestangen? Oder kann ich mir angucken, was der macht? Details ansehen. Oder muss ich das Rezept noch lernen? Schleifer kann der Bronzestangen. Bronzerohre. Nee, warte mal. Maschinen. Arbeiter. Der kann Bronzestäbe machen.
Der Verarbeiter. Der hier. Ja, dann legen wir mal hier los. Lassen das mal einschmelzen. Und wenn jetzt nichts mehr los ist, werde ich an der Stelle einfach mal einen Schnitt machen. Jetzt ist die Folge doch sehr viel länger geworden als gedacht. Aber ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns um den Zaun kümmern. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.